Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Jetzt habe ich hier ein bisschen ein schweres Los gezogen. Die Diskussion um die Obelisten und seinen Standort scheint mittlerweile alles zu überlagern und ein Symbol für die letzte Dokumente an die Flüchtlingspolitik bundesweit, die eventuelle Unzufriedenheit mit dem Königsplatz und seiner Ästhetik und noch viel mehr zu sein. Ich denke, das haben wir alle gerade hautnah miterlebt. Seit der letzten Stadtverordnetenversammlung ist viel passiert. Der Preis bzw. der Betrag, der durch die Spenden zusammengekommen ist, wurde vom Künstler akzeptiert. Das hat er aber wohl an Bedingungen geknüpft. Ganz klar ist das alles nicht, da die Aussage gegenüber einem Magazin und nicht gegenüber der Stadt oder der potenziellen Entität getätigt wurde, aber Frau Völker hat das eben mehr als ausführlich dargestellt. Aber eins steht jedoch fest, das Kunstwerk hat seinen Dienst bereits mehr als getan. Eine breite Diskussion in der Bevölkerung, in der Stadtbevölkerung über das Werk an sich, dessen Bedeutung und auch um seinen Standort. Darüber hinaus wird der Obelisk immer mehr als Projektionsfläche genutzt und somit emotional aufgeladen. Als Projektionsfläche für Asyl- und Flüchtlingspolitik im Großen und Ganzen, egal welcher Wertung, als Mahnmal für stadtplanerische Betonwüsten, als Erinnerung an die Betontreppe, als Inbegriff des Guten oder des Bösen im Allgemeinen. All das kann der Obelisk nun wirklich nicht absorbieren. Und wenn wir darüber diskutieren, wo er nun in Zukunft stehen soll, hat man noch ein wenig das Gefühl, dass durch die Verdrängung des Obelisken raus aus der Innenstadt auch alle mit ihm verknüpften Probleme mit verdrängt werden sollen. Ob das so funktioniert, ist unklar. Die aktuelle Argumentation, dass der Königsplatz frei sein soll für zukünftige Dokumentarkunstwerke, verliert leider seine Glaubwürdigkeit, da es jetzt erst aufkam, nachdem sich rauskristallisierte, dass es keinen Alternativort geben würde, mit dem alle einverstanden sein werden. Also versucht man es nun mit einem neuen Argumentationsmuster. Ob das funktioniert, ist unklar und wird sich zeigen. Aber eigentlich geht es hier in den Anträgen gar nicht wirklich um den Obelisken an sich und am Rande auch nur um seinen Standort. Es geht um das Instrument, die Form, wie entschieden wird, wo er stehen soll. Wobei man, um zu entscheiden, überhaupt erstmal Optionen braucht. Die Aussage, der holländische Platz als Alternativstandort ist für mich nicht konkret genug. Der holländische Platz ist eigentlich gar kein Platz in dem Sinne, mehr eine Kreuzung und da passt der Obelisk nicht wirklich drauf. Angrenzend gibt es den Parkplatz der Universität, welcher als Standort des neu zu bauenden Dokumentarinstituts gehandelt wird. Also gestaltet sich auch das schwierig, denn um dort einen Standort zu finden, müsste erstmal bekannt sein, wie genau das Dokumentarinstitut dort verortet sein soll, beziehungsweise die zukünftige Gestaltung des Platzes aussehen soll. Ich habe diesbezüglich noch viele Fragen. Und auch rein logisch kann man so den Anträgen nicht zustimmen, denn was soll schlussendlich auf dem Zettel, wenn es denn wirklich zur Abstimmung kommt, stehen? Königsplatz, ja oder nein? Und dann, was passiert bei nein? Das heißt ja nicht unbedingt, dass all diejenigen, die nein eingekreuzt haben, den Obelisken gar nicht haben wollen, sondern nur vielleicht nicht an dieser Stelle. Folglich müsste man eine Alternative bieten oder gar mehrere und da wird es für mich knifflig. Das Instrument eines Vertreterbegehrens scheint hier also nicht das Passende zu sein. Ein Vertreterbegehren zu fordern ist grundsätzlich nicht falsch. Die Frage ist nur, womit es sich befassen soll. Bei der Entscheidung der Stadt Kassel, sich als Kulturhauptstadt Europa für das Jahr 2025 zu bewerben, wäre vielleicht ein Vertreterbegehren eine gute Idee gewesen, da dies ein langer, kostenintensiver und die gesamte Stadtbevölkerung betreffender Beschluss gewesen wäre. Hier hat man sich aber, wie eben gesehen, eher für den sehr kurzen Dienstweg entschieden. Ich möchte hier nicht Partizipation gegen Bürgerbeteiligung ausspielen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass AfD ebenso wie die FDP den Obelisken und ebenso das Instrument des Vertreterbegehrens für ihre populistische Politik nutzen und deswegen werden wir den Anträgen nicht zustimmen. Kurzum, die Anträge sind nur Populismus und versuchen die Situation zu nutzen. Das ist nicht sinnvoll und zielführend. Nichtsdestotrotz muss eine Entscheidung in Sachen des Obelisken und seinem Standort her. Und hier ist der einzige Weg innezuhalten und objektiv zu urteilen und zu handeln. Warum sind wir nicht alle zufrieden, dass der Künstler den durch Spenden zusammengekommenen Betrag akzeptiert und lassen den Obelisken am Königsplatz stehen und gut ist? Ja.